Herzlich willkommen zu Testy Taste. Für die mich noch nicht kennen, ich heiße Laura. Und heute habe ich mal ein Video gemacht, was euch lange interessiert hat. Und zwar, wie mache ich das mit meinen Proteinshakes? Alle wollen immer so viel dazu wissen. Und das ist so umfangreich eigentlich, weil jeder macht es irgendwie anders, sagen wir es mal so. Und deswegen wollte ich euch einfach ein bisschen was dazu erzählen und euch natürlich auch ein bisschen was zeigen, wie ich das Ganze so mache, was so meine Lieblingsrezepte sind. Denn es bleibt ja meist nicht nur bei diesen Proteinshakes, sondern ich backe damit, ich mache ganz, ganz viele Sachen damit und das wollte ich euch einfach zeigen. Ich würde sagen, los geht's. Und zwar, fangen wir mal an, was sind Proteinshakes eigentlich? Ich kannte mich da überhaupt nicht mit aus. Und da gibt es ja verschiedenste, für Sportler oder sonst irgendwie was. Ne? Proteine sind einfach ein Grundbaustein eures Körpers, das müsst ihr wissen. Sie sind also nicht schlecht für euren Körper, weil viele immer so Angst erfahren. Es kommt natürlich auf die Dosierung an. Deswegen habe ich keinen wirklichen Sportler-Proteinshake, sondern eher so einen Nahrungsergänzungsshake. Ergänzung ist es eigentlich gar nicht, weil es ist ein kompletter Ersatz, den ich benutze. Das heißt, ihr könnt auch mal gut und gerne euer Frühstück ausfallen lassen und dafür halt wirklich so einen Shake trinken. Habt aber alles an wichtigen Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen und was weiß ich, was es da so gibt. Da bin ich kein Experte. Aber welchen Shake ich benutze, das wissen die mir bei Instagram folgen, natürlich schon. Falls ihr es noch nicht tun solltet, hier auf dieses ganz, ganz kleine Dreieckchen drücken. Dann kommt ihr in meine Infobox und da verlinke ich euch meinen Instagram-Kanal. Und zwar benutze ich den Shaco Shake. Den benutze ich jetzt schon relativ lange und ich bin halt dabei geblieben, weil ich einfach super zufrieden damit bin. Ich finde den mega gut, der ist mega lecker, schmeckt nicht künstlich, nicht bitter. Das haben ja viele, diese ganz krassen Whey Shakes, ne? Oder wie die heißen. Ich bin kein Sportler, also brauche ich sowas auch nicht in großen Mengen Proteine, sondern ich will halt einfach gucken, ich habe keine Zeit, also zum Beispiel, das ist mein Problem halt und will aber trotzdem was Gesundes essen. Wie mache ich das? Also ich mache es ganz oft so, ich habe so verschiedene Varianten. Ich nehme es als Mahlzeitenersatz zum Beispiel. Das ist immer so meistens, ich sag mal, mittags eher rum, wenn ich keine Zeit habe, irgendwie noch was Gesundes zu essen. Oder ich will einfach mir so ein paar Punkte für abends, fürs Essen, weil ich koche dann halt immer ganz viel, aufsparen. Und dann ist so ein Shake natürlich eine super punktefreundliche Alternative, die mich lange satt hält, die mich aber trotzdem ja so glücklich macht, weil die halt auch einen süßen Geschmack einfach haben. Ne? Was gibt es für Sorten? Es gibt Schoko, Kokos, also die würde ich euch echt empfehlen. Es gibt also von Shaco jetzt, falls ihr diesen Shake benutzen möchtet, gibt es Kokos, Schoko, Vanille und Erdbeer. Ich kann euch sehr empfehlen, falls ihr das erstmal testen möchtet, Schoko zu bestellen. Schoko ist mein Lieblingsshake, muss ich sagen. Den mache ich immer richtig geil mit Banane, mit gefrorener Banane und dann 0,3%iger Milch. Mega, mega geil, Leute. Das ist wie so ein Nachtisch und also auch übrigens sehr gut gegen Heißhungerattacken. Sehr, sehr gut. Man kann sich ja auch nur einen halben machen, wenn man das jetzt statt irgendwie Schokolade oder sowas halt nehmen möchte. So hätte der jetzt an Punkten, wenn der komplett fertig ist, 5 Punkte. Ich darf ja nicht so einzelne Punkte hier nennen, ihr wisst es, ne? Deswegen, also fertiger Shake hätte für mich jetzt 5 Punkte und ich finde, das ist absolut okay für eine Mahlzeit, eine komplette eigentlich. Genau, also ihr müsst halt gucken, dass ihr so ein bisschen fettreduzierte Milch nehmt, weil die haut euch sonst echt die Punkte rein, was auch mega geil ist. Die hat noch weniger als diese 0,3er Milch, ist dieser Barista-Drink von Alpro, so ein Sojadrink ist das. Müsst ihr mal gucken, der ist mega punktefreundlich und den könnt ihr richtig gut aufschäumen auch. Das ist immer so das Problem bei manchen Mandeldrinks oder Kokosdrinks oder so. So handhabe ich das. Wie ich das aber sonst noch mache, weil ihr könnt natürlich mit diesen Shakes auch abnehmen. Ne? Das ist aber nie so meine Intention gewesen. Ich nehme mit Weight Watchers ab, aber ich bin halt auch nicht so rigoros manchmal. Und ihr wisst, ich mache 2 Cheat Days pro Woche. Falls ihr es nicht gesehen habt, das Video, ich verlinke es euch. Manchmal werden es aber leider auch 3, wenn irgendwie was noch ansteht oder so. Und dann mache ich das so für mich, dass ich wirklich so einen Shake-Tag mache. Also dann trinke ich morgens einen Shake, mittags einen Shake und abends esse ich dann mit den Kindern und meinem Mann halt wirklich normal. Und mache das meistens dann so 1-2 Tage, um dieses Plus an Kalorien, die ich an diesem dritten Cheat-Day verwendet habe, wieder rauszuholen. Das funktioniert wunderbar für mich und ich nehme dann trotzdem ab, bin aber so ein bisschen mehr im Kaloriendefizit, ja. Würde ich schon sagen, das ist ein Kaloriendefizit. Bei uns geht es ja eigentlich nach Punkten, aber es geht ja eigentlich primär doch um Kalorien. Nur das ist ein bisschen einfacher gestrickt, das bei Weight Watchers.
Genau, dafür benutze ich die Shakes halt auch gerne. Wie gesagt, zu diesen Empfehlungen, also ich würde euch Schoko empfehlen oder Kokos ist auch sehr, sehr geil mit gefrorener Ananas zum Beispiel. Könnt ihr das einfach im Mixer, in einen Hochleistungsmixer oder Thermomix natürlich, wie ich das mache. Aber das könnt ihr halt auch einfach so machen. Oder wenn ihr halt keinen Hochleistungsmixer habt, dann macht ihr das einfach so, dass ihr frische Ananas oder frische Banane mitmixt und die dann vielleicht noch kalt stellt oder so. Müsst ihr gucken, oder ein paar Eiswürfel mit rein, damit man halt so dieses Milchshake-Erlebnis hat, würde ich sagen. Genau, so mache ich das mit den Shakes, aber ich komme immer wieder ab. Also welche ich euch empfehlen wollte, ist auf jeden Fall Platz 1, ist immer, immer, immer Schoko bei mir. Kokos ist auch geil, jetzt so für den Sommer, finde ich. Erwartet aber jetzt nicht diesen krass künstlichen Kokosgeschmack. Also das ist es nicht. Es hat so eine ganz leichte Kokosnote einfach. Eher so ein bisschen, das ist eigentlich so mit das natürlichste Pulver, finde ich. Aber wie gesagt, mit so einem natürlichen Kokosgeschmack, weil die achten halt sehr auf natürliche Zusatzstoffe, nee, wie heißt das, natürliche Zutaten, so, bei Shoko. So, dann haben wir aber noch Vanille und Erdbeere. Erdbeere ist für mich persönlich nicht mein Geschmack, ist nicht so, also für mich ist es so ein bisschen, ja, so ein künstlicher Erdbeergeschmack, das ist halt nicht das, was ich so mag. Andere feiern es vielleicht, ich weiß nicht, müsst ihr selber ausprobieren. Meine Favoriten sind die beiden und zum Backen ist Vanille mein Favorit. Vanille ist auch richtig geil, ich mache zum Beispiel auch Bananenbrot daraus, Cheesecakes oder sonstiges. Ihr könnt so, so viel anstellen mit Proteinpulver, das ist echt der Wahnsinn. Guckt, wie gesagt, Instagram bei mir hier rein, das kleine Dreieck, klickt drauf. Ich habe so wahnsinnig viele Rezepte da drin und halt auch wirklich wahnsinnig viel mit Proteinpulver gebacken. Oder das für andere Sachen benutzt, Porridge oder sonst irgendwie was, Overnight Oats. Also da gibt es so, so viele Ideen mittlerweile und das finde ich halt mega cool, dass man da so kreativ sein will, kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich durchhalte, Leute. Diese Kreativität, die einem in der heutigen Zeit einfach ja, so dargestellt wird. Sei es bei Pinterest, bei Instagram, bei YouTube. Du findest immer wieder neue Ideen. Es wird dir nie langweilig, selbst wenn du hier so abnimmst und manchmal gar nicht mehr weißt, so, boah, was soll, willst du jetzt noch essen? Was kannst du noch essen? Was liegt noch in deinen Punkten? Und dann gibt es da doch wieder irgendwo eine coole Idee, wo man, ja, keine Ahnung, richtig reinhauen kann. Das ist mega punktefreundlich. Oder teilweise auch für Zeros halt. Das finde ich richtig cool. Ja, und die Proteinshakes helfen mir dabei. Ich war früher... Ich weiß, dass ganz viele keine Fans davon sind, von Proteinshakes. Ich war es früher auch nicht, aber halt, weil ich es einfach falsch verwendet habe. Wisst ihr, ich wollte damit abnehmen, wie diese, gab es doch früher diese Slim-Fast-Bewegung oder Almased oder sowas. Und ich wollte halt wirklich damit abnehmen und habe mich dann so damit gegeißelt. Aber jetzt nutze ich es halt wirklich so als Genussmittel mit wenig Punkten. Wisst ihr, was ich meine? Ich hoffe, ihr versteht das. Ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne, wie gesagt, unten in den Kommentaren. Ihr könnt einfach hochscrollen, ihr seht diese Videos und ganz unten ist eine Kommentarfunktion. Ich weiß, die finden viele immer nicht. Oder ihr könnt mir natürlich auch einfach bei Instagram schreiben. Ja, das war's so von mir. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, schreibt mir einfach und dann verlinke ich euch hier noch ein kleines Abo-Knöpfchen. 2 neue Videos. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Video. Eure Laura.